Koppa ist so jemand, der denkt, das macht mich fertig. Koppa denkt, hallo Logo, Ibibs der Trollo. Mein TT ist in den Sand ge... Der war gut. Luxus! Hi, ho! Hi! Herzlich willkommen zur ersten Solo-Folge Trollwars. Und zwar bin ich heute allein unterwegs. Das hat einen Grund. Michelle ist gerade im Mediamarkt und sucht sich eine neue Tastatur aus. Der Michelle bekommt bald einen neuen Computer. Dazu will ich aber noch nicht viel sagen. By the way, Leute, die letzten Folgen kamen bei euch super an. Wenn ihr mehr Trollwars wollt, wisst ihr, was zu tun ist. Slayt einen fetten, logischen Daumen nach oben durch. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Wer nicht weiß, was passiert ist, der muss sich vorher die letzte Folge anschauen. Wir haben in der letzten Folge Koppa getrollt und er hat sich mittlerweile eingeloggt und das Ganze mitbekommen. Er hat mir übrigens auf WhatsApp geschrieben, dass er die Kisten nicht gefunden hat. Ich frage mich, wie er die nicht finden konnte. Ich meine, die waren direkt unter seinem Bett. Aber hey, Koppa, ich habe noch eine kleine Sache für dich. Wir werden ihn gleich weiter trollen. Deswegen habe ich eigentlich sogar Angst, in die Pyramide reinzugehen. Wobei ich sogar sagen muss, die Pyramide, Leute, ihr wisst, das ist nicht mein Haus, sondern eigentlich eher so ein Rückzugspunkt für alle. Zum Glück habe ich noch keine Base. Ich wette, der Junge hätte sie einfach auseinandergenommen. Ich wollte eigentlich jetzt die Folge nutzen, um mich noch weiter an Koppa zu vergehen. Er wird Folgendes machen. Er wird in meiner Folge schauen, was habe ich mit seinen Kisten gemacht, ja? Dann wird er natürlich sehen, oh, die Kisten sind unter meinem Bett. Er wird nach dieser Folge... Oh nein, nicht sterben. Okay, er wird nach dieser Folge spätestens wieder nochmal in seine Base gehen, um nachzuschauen. Okay, jetzt gehen wir erstmal weg. Ich habe viel zu viel Hunger. Nein. Nein. Okay, ich habe 21 Level. Ich will jetzt nicht sterben. Okay, Folgendes. Er wird nach meiner Folge, wenn er die gesehen hat, in seine Base gehen und versuchen, die Kisten zu holen. Oh Gott, es sind viel zu viele Monster. Komm schon. Wow. Hä? Das hat den Creeper gekillt? Der Creeper hat eine Schallplatte. Oh mein Gott. Erinnert euch an die Schallplatte aus Varro? Das muss ein Zeichen sein. Wo ist mein Schwert? Wo ist mein Schwert? Komm. Oh. Wartet. Boah, ein Skelett hat den Creeper gekillt. So, du bist jetzt auch kurz weg. Jetzt mal ganz einfach ausgedrückt, wir machen uns diesmal nicht die... Oh, nicht schon wieder. Ich würde sagen, diesmal machen wir uns nicht die Arbeit. Fuck! Wir machen Folgendes. Wir gehen dorthin, bauen seine Kisten ab und verfrachten die Kisten einfach an einen anderen Ort. Ich habe ja mehr mit Monstern zu kämpfen, als dass ich jetzt hier irgendwelche Trolls schaffe. Komm her. Okay, ab hier würde ich vorsichtig sein. Nicht, dass er mich bei WhatsApp geprankt hat und jetzt einfach nur möchte, dass ich in seine Falle laufe. Scheint alles eigentlich doch so zu sein wie vorher. Das Erz können wir ja mal mitnehmen. Als ob er hier runtergegraben hat und die Kisten nicht gefunden hat. Ich habe die so perfekt hier unten eingebaut, dass er die nicht wiedergefunden hat. Oh Gott, Koppa, das tut mir übelst leid. Wir brauchen erstmal wieder ein paar Öfen. Ich brauche nämlich Cleanstone. Ich hoffe, der halbe Stack, den ich da rausbekomme, reicht auch dafür. Der hat sich hier überall hingegraben, weil der dann dachte, da ist das irgendwo. Oder hier drüber? Der hat doch hier alles abgegraben. Der hat, glaube ich, auch die Bäume abgefackelt, um zu gucken, ob hier irgendwas war. Hier waren vorher hundertprozentig Bäume. Okay, ich habe da eine kleine Idee. Wie wäre es, wenn wir die Kisten jetzt einfach hier irgendwo verbuddeln? Also ein bisschen Schatzsuchermäßig. Da kommt er doch niemals im Leben drauf. Oh, wieso ist denn alles so verdammt aggressiv? Oh Gott, wie soll ich denn zum Trollen kommen? Ah, verdammt, was ist das? Blöder Zauberer. Okay. Jetzt mal ohne Mist, ich bin diese Folge öfters gestorben als in der ersten Folge. Ich brauche jetzt mein Equipment wieder. Wie soll ich den Jungen trollen? Ich bin seit 8 Minuten hier und habe noch nichts bewegt. So, die Kisten muss ich mitnehmen. Ich würde Folgendes sagen. Wir vergraben das jetzt hier einfach. Wieso schlägt mir der Server vor, wie ich das benutze? Das ist ja mal ultra nett. Ich wollte jetzt eigentlich schauen, ob ich die Dinger in so einen Pilzhut bunkern kann. Oh, das ist doch schon... Ja, da ist einer. Ich könnte eigentlich ein paar von den Schweinen töten. Hier werde ich sein Zeug verstauen. Ich brauche ein bisschen Schweinefleisch. Oh. Ah, Morphmord. Jetzt kann ich mich da rein verwandeln. Ich weiß, ich sollte es eher braten und dann nutzen, aber naja, kommt schon. Übrigens, ihr könnt mir coole Ideen für die Folge und für Trolls in die Kommentare schreiben. Wenn ihr da irgendeine geile Idee oder einen Vorschlag habt, was ich mal umsetzen soll, schreibt es mir in die Kommentare. Ich glaube, ich mache mir wieder eine private Kiste. Ich weiß zwar nicht, was das letzte Mal mit meinen ganzen Kisten passiert ist. Die Hälfte habe ich irgendwo verloren. Ich werde das mal hier mein ganzes Zeug reintun. So, hier sind seine Chests. Ah, da wären sogar noch Kisten drin gewesen. Genau, die sind, glaube ich, hier drin. Aber das sind keine Dias.
Ah, die Dias habe ich, glaube ich, runtergeschleppt. Ja, ich werde einfach Folgendes machen. Cleanstone ist auch durch. Das hier alles so wegmachen, als ob das nie existiert hätte. Wisst ihr, das sind einfach doch die Basic-Sachen, die man in Troll Wars machen kann. Dass man Copper einfach so einen schönen, kleinen, gediegenen Streich spielt. Ich meine, es sind ja nur seine Items. Der wird jetzt auch nicht ewig noch die Items brauchen. Ich meine, so geil ist das jetzt nicht. Aber wir können das eigentlich jede Folge machen, dass ich seine Items irgendwo hinschleppe. Dann ist er irgendwann gezwungen, alles bei sich zu tragen. Dann wird der Junge so richtig paranoid und genau das möchte ich, dass er so langsam durchdreht. Dass er so richtig Angst hat, irgendwo Items abzulegen. Den Cobblestone werde ich jetzt einfach direkt brennen, mir daraus Stone machen. Und den normalen Stone werde ich einfach wieder irgendwo zum Verkleiden nehmen. Vielleicht baue ich auch unten seine ganze Höhle wieder kaputt. Das bedeutet, wir müssen uns wirklich irgendwann mal auf die Farm stürzen, weil wir haben noch so viel vor uns. Wir müssen noch Turrets bauen. Base. Wir brauchen Verteidigung und vor allem, wir brauchen eine sichere Möglichkeit, meine Items zu verstauen. Das wird er mir nämlich nicht verzeihen und wird hundertprozentig genau die gleiche Scheiße mit mir abziehen. Ah, das war die erste Richtung, in die wir gelaufen sind. Ja, die Pilz hier findet er niemals. Ah, 26 Bücher. Ich will ihm ja nichts klauen. Ja, knapp 10 Minuten Arbeit und bis jetzt sieht der Troll eigentlich gut aus, auch wenn es größtenteils relativ viel Laufen ist. Ich habe übrigens eine coole Idee. Dazu will ich gleich kommen. Wir machen erstmal den Troll fertig und dann erläutere ich euch meine Idee, wie ich es schaffe, in Zukunft geilere Items in kürzerer Zeit zu holen, ohne vielleicht jemand anders zu beklauen. Lasst euch überraschen, ich habe mir was Cooles ausgedacht. Aber erstmal müssen wir den Troll fertig machen, bevor die Items hier despawnen. So, da haben wir das. So, Cobblestone hier rein. Da wäre noch offen für Cobblestone, aber den Cobblestone haben wir jetzt komplett weggebracht. Okay, sehen wir seinen Hasen, können wir eigentlich auch wegmachen. Ich hoffe, dass er es nicht durchschaut und jetzt weiß, also vielleicht will er mich jetzt direkt in der nächsten Folge nochmal trollen und jetzt kommt Copper direkt online, um das zu verhindern oder um mich dabei auf frischer Tat zu ertappen, weil ich bin mir zu 600% sicher, Copper hat erstens mehr Modpack-Erfahrung und zweitens auch tausendmal bessere Ressourcen und deswegen halt auch die Möglichkeit, mich einfach wegzuklatschen, ne? Aber das Gute ist halt, ich habe halt auch gar nichts zu verlieren. Die Schaufel kann ich auch mal mitnehmen. Ich werde ja immerhin damit ein bisschen gleich Grundstücksarbeit bei ihm verrichten. Vor allem würde ich auch gerne mal Copper so richtig live trollen, während der da ist. Das Problem ist, den kriege ich halt nicht down. Wir machen jetzt erstmal den Troll, weil ich vor allem wieder den ganzen Hügel hier abgerissen hat, um seine Items zu finden. Entweder ich farme jetzt. Das wäre natürlich ein bisschen langweilig und wäre natürlich auch Mainstream, so wie Copper das macht. Der alte Oldschool-Let's Player, der hier wirklich so irgendwelche Tiefen Minen aushebt und sich wirklich mit dem Modpack beschäftigt. Oder es gibt die Möglichkeit, ihr kennt ja Algo. Ich hoffe, ihr kennt Algo. Ich werde mich gleich, wenn ich hier ran bin und die ganzen Items umverfrachtet habe, was vielleicht geiler wäre, wenn ich irgendwie einen Rucksack oder sowas hätte, aber ich meine, fortgeschrittenes Equipment ist auch was für absolute Noobs. Ich werde das alles noch per Hand machen. Ich möchte Folgendes machen. Ich werde einen riesigen Altar bauen, an dem ich verschiedene andere wertvolle Items opfern werde, um dann von Algo wertvolle andere Items zu bekommen, die ich dann benutzen kann, um mir vielleicht irgendwie ein Turret zu bauen oder irgendwas anderes sicheres, wie zum Beispiel einen Obsidian-Bunker, weil wenn Copper das hier alles mitkriegt, reißt er mir eigentlich den Channel ab. Er hat mich auch schon bei WhatsApp gefragt, wie viel mir denn an meiner Pyramide liegt. Ich glaube, der Junge ist auf Rache aus. Leute, das hier in meinen Händen ist Mislidium. Wenn man dieses Erz abbaut, kann es sein, dass man gekickt wird, dass der Server gestoppt wird oder dass der Server sich ganz zufällig so fake-mäßig aufhängt. Dieses Erz ist richtig gefährlich, wenn man das abfarmt, weil dann ist halt die Aufnahme hin, weil der Server halt crasht. Oh, oh, shit. Nein, nicht mit Coppers Items sterben. Oh, 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 oh. Boah, weg, 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 weg. Okay, 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 okay. Ich glaube, das ist es. Wir müssen jetzt nur noch einmal laufen, dann haben wir's. Ich habe kurz geskippt. Ich habe alle restlichen Items jetzt in die neue Kiste verfrachtet. Jetzt ist das Wichtige, dass wir unsere Arbeit wieder komplett verschwinden lassen. Und damit es noch dümmer kommt, wenn er das hier unten alles aufreißt, würde ich einfach sagen, wir müssen das jetzt komplett wieder mit Cleanstone auffüllen. Das ist ja nicht allzu viel. Ich habe ja schon vorher darauf geachtet, dass ich jede Lücke verschließe, damit er das extra nicht wiederfindet. Und ich hatte recht. Copper findet es halt auch einfach nicht wieder. Ja, bitteschön, Copper. Die Tür schenke ich dir wieder. Ich repariere dir das, Copper. Ich meine, ich weiß nicht, was du hier gemacht hast oder warum du hier so übelst ausgerastet bist und das hier so krank verunstaltet hast. Leute, ich habe so eine geile Idee. Ich richte das jetzt richtig schön ein. Dafür brauchen wir einfach mehr Erde. Wir müssen irgendwo eine bessere Möglichkeit finden, Erde abzubauen. Ich hoffe, das wächst auch alles wieder zu, damit es halt richtig schön aussieht, wenn Copper zurückkommt. Ja, perfekt. Was wünscht man sich mehr? Also so eine Dimensional Pocket, das hat mir, glaube ich, Copper erklärt, als wir das Modpack zusammengestellt haben, ist quasi so ein Raum, den kann man aufstellen. Wenn man den aufstellt, kann man dort rein und hat dort so ein riesiges Lager, was man aufbauen kann. Und das kann man immer mit sich rumtragen. Oh Gott, dafür brauche ich aber viele Ressourcen.
Ich glaube, ich klaue mir das dann einfach später vom Kopf. Aber das behalte ich dann doch mal. Das ist noch wichtig. Die Samen lasse ich hier zurück. Das lasse ich auch da. Davon brauche ich... Oh, die Tools sollte ich mitnehmen. Ah, warte, ich habe eine Idee. Wir craften das einfach zusammen. Okay, fassen wir zusammen. Wenn er mich nächste Folge trollen möchte, dann habe ich ihm jetzt direkt erstmal fett einen Stein in den Weg gelegt. Er hat, glaube ich, in seiner Folge das hier komplett removed. Props. Ich meine, Michelle hat sich dafür schon länger Mühe gegeben. Copper ist so jemand, der denkt, das macht mich fertig. Copper denkt, hallo Logo, Ibibs der Trollo. Mein TT ist in den Sand ge... Der war gut. Ah, ich verstehe. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, das jetzt anzuzünden. Oh Mann. Das ist mit Troll Wars. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen Abend zu einem neuen logischen Video wieder. Bis dann, bleibt ihr logisch. Haut rein und logisches Cheerio. Ciao.